وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu salihan, waj'alhu liwajhika khalisan, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'an. Alhamdulillah, was für eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, unserem Herrn, liebe Geschwister, dass er uns ein so gesegnetes Fest in seiner Scharia, in seiner Gesetzgebung vorschreibt. Das ist die größte Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den Menschen seine Religion lieb macht. Und Allah azza wa jal ist zufrieden mit dieser Religion des Islam. Er sagt subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam adina. Wallahi, Wörter, wenn wir sie verstehen würden, so würden wir dasselbe sagen wie die Yahud. Die Yahud, als sie diese Wörter gehört haben, so sagten sie, wenn wir dasselbige hätten, so eine Ayah hätten, würden wir diesen Tag als ein Festtag nehmen. Allah Azza wa Jal sagt, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Und ich habe meine Gnade an euch vervollständigt. Und ich bin zufrieden mit der Religion des Islam. Bist du auch zufrieden damit? Wenn du zufrieden bist mit dieser Religion des Islam, dann tust du, was Allah Azza wa Jal von dir erwartet, und du freust dich an dem Tag, an dem Allah Azza wa Jal dir diese Freude gewährt, und du bist genauso ein Diener. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache verbietet, so möchtest du diese Sache auch nicht machen. Warum? Weil du bist ein ergebener Diener. Das ist Islam. Das ist das Verständnis vom Islam, dass wir verstehen, ein Muslim liebt, was Allah liebt, und ein Muslim liebt nicht, was Allah Azza wa Jal nicht liebt. Und ein Muslim, wenn Allah Azza wa Jal ihm ein Gebot vorgibt, so sagt er, Sami'na wa ata'na, Ghufranaka Rabbana wa ilayka al-masir. Wir hören und wir gehorchen. Und was ist das Endteil dieser Ayah? Hört, wir hören und wir gehorchen. Zu dir ist die Rückkehr, o unser Herr. Wir kehren alle zu Allah Azza wa Jal zurück, und Allah subhanahu wa ta'ala wird uns befragen, ob wir mit dieser Religion zufrieden waren. Heute ist unser Festtag, walhamdulillahi rabbil alamin. Und wir sollten uns freuen, liebe Geschwister. Und leider, traurigerweise, bekommt man mit, dass manche der sogenannten Muslime sich an den Feiertagen der Kuffar mehr erfreuen als an ihren eigenen Feiertagen. Allahumma tahhir qulubana, Allahumma nawwir qulubana. Wallahi, was für eine Schmach. Einer, er bekommt die größte Gnade. Allah sagt, ich bin zufrieden mit dieser Religion. Daraufhin mag er nicht die Festtage. Er feiert lieber die Festtage der Kuffar. Er gibt lieber für die Festtage der Kuffar mehr aus als für seinen eigenen Feiertag. Und du siehst ihn an seinem eigenen Feiertag, dass er ein Gesicht verzieht, als ob er erfährt, dass gleich der Weltuntergang stattfindet. Das, liebe Geschwister, zeigt nur, dass wir weit weg sind. Weit weg sind, dass wir unsere Religion, die Religion des Islam, überhaupt richtig verstanden haben. Und daher, liebe Geschwister, möchte ich heute in den wenigen Minuten mit euch über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Viele im Monat Ramadan haben zurückgefunden zum Weg Allahs Azza wa Jal, haben ernsthaft bereut bei Allah subhanahu wa ta'ala, haben in den Nachtgebeten gestanden, und sie haben nichts sehnlicher erwünscht, als Laylatul Qadr zu erreichen. Das war die Masse der Muslime, bi'idhnillahi Samia al-Alim, die in den Moscheen ist. Und ich sage dir, o Diener Allahs, lass diesen Weg nicht nur im Ramadan dein Weg sein, sondern mach weiter nach Ramadan, denn ein Zeugnis davon, dass du jetzt wieder zurückkehrst zu deinem alten Weg, ist das Zeugnis von jemandem, der nur Allah Azza wa Jal betrügen wollte. Wie? Betrügen? Ja, Subhanallah, du sagst zu Allah, ja Allah, in diesem Monat werde ich mich anstrengen, und nach diesem Monat werde ich mit diesem Monat davonziehen. Dann wirst du mich erstmal nicht mehr sehen. Ich werde dich nicht anbeten und ich werde nicht das Gute tun, sondern ich werde wieder zu meinem alten Leben zurückkehren. Dieser soll wissen, dass sein Ramadan bei Allah Azza wa Jal abgewiesen ist. Denn wenn du bereust,
dann ist eine Bedingung von den Bedingungen der Reue, dass du nicht mehr zu den Sünden zurückkehrst, die du zuvor gemacht hast, o Diener Allahs. Das ist eine Bedingung. Wer sie nicht einhält, so wird Allah Azza wa Jalla nicht die Reue von ihm annehmen. Sagt man, ja, aber ich bin reuig zu Allah Azza wa Jalla zurückgekehrt. Und dann falle ich manchmal in die eine oder andere Sünde, das ist nicht gemeint. Es ist hier derjenige gemeint, der die feste Absicht hatte, nach Ramadan wieder zu seinem alten Leben zurückzukehren. Wallahi, so viele tun das. Er kehrt nach Ramadan zu seiner Freundin zurück. Er kehrt nach Ramadan zu seinem Alkohol zurück. Er kehrt nach Ramadan zu den schmutzigen Filmen zurück. Als ob Allah ihm eine Religion vorgeschrieben hätte, die nur im Ramadan praktizierbar ist und nicht auch in anderen Monaten. Das ist jemand, er braucht noch viel, viel Zeit, um die Gunst Allahs Azza wa Jalla zu verstehen. Und daher, liebe Geschwister, mein Aufruf von dieser Minbar, macht weiter mit den guten Taten. Alhamdulillah, jetzt haben wir uns gewöhnt an das Fasten. Und das Fasten ist eine der besten Ibadat, einer der besten Gottesdienste, die wir gegenüber Allah Azza wa Jalla verrichten können. Warum? Es hat einen ganz besonderen Lohn. Ein Lohn, den niemand kennt, außer der gestorben ist, wenn er diesen Lohn bei Allah wiederfindet. Welcher Lohn? Höre, was der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Er sagte, فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ. Du sollst an dem Fasten festhalten. Höre zu, denn es gibt keinen gleichwertigen Lohn. Allahu Akbar. Was bedeutet das? Dieses Fasten ist eine der Ibadat, der Gottesdienste, wo du den gewaltigsten Lohn mit erziehst. Ein Lohn, der nicht zu Ende geht. Ein Lohn, der nicht begrenzt ist. Ein Lohn, wenn du und ich vor der Waagschale stehen und Allah Azza wa Jalla die guten Taten wiegt und die schlechten Taten wiegt, so wirst du vor diesem Misan, vor dieser Waagschale stehen. Und du wirst sehen, dass Allah Azza wa Jalla viele Sünden auf deine linke Waagschale wiegen lässt. Und wo sind deine guten Taten? Sie waren so wenige gewesen. Dann aber wird Allah subhanahu wa ta'ala, der Barmherzige, man kann ihn nicht anders bezeichnen, er wird deine Fastentage nehmen. Und lasst uns diesen Hadith ebenfalls studieren. Wir haben gehört, es gibt keinen gleichwertigen Lohn. Was sagt Allah azza wa jalla in einer anderen Überlieferung, einer heiligen Überlieferung? Er sagt, kullu amal ibn Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Jede Tat gehört dem Sohn Adams, dem Menschen, außer dem Fasten. Das hat er abgetrennt, Allah azza wa jalla, von allen anderen Taten. Warum? Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala in dieser heiligen Überlieferung, das Fasten gehört mir. Mir bedeutet, wie am Ende dieses Hadithes zu verstehen ist, und ich werde es belohnen, Allah wird dir Lohn geben, ohne zu rechnen. Und ohne zu rechnen, deine linke Waagschale, o Diener Allahs, ist voll mit schlechten Taten. Hier hast du gekifft, dort hast du Alkohol getrunken, hier hast du Zina gemacht, dort hast du dir einen schlechten Film angeguckt, hier hast du Shisha-Pfeife geraucht. Und jetzt brauchst du gute Taten. Was sind deine guten Taten? Das Fasten. Allahumma ja'alna min as-sa'imin. Das Fasten ist ein gewaltiger Lohn. So wirst du an diesem Tag erfahren, wie gewaltig dieser Lohn war. Allah wird deine Fastentage nehmen und sie so schwer wiegen, bis sie mehr wiegen als die schlechten Taten. Und dann heißt es, udkhul al-jannah, geh herein in das Paradies. Das ist die Gunst von Allah Azza wa Jalla. Und ich motiviere meine Geschwister von dieser Minbar aus, dass sie mit dem Fasten weitermachen können. Ein Sunna-Fasten ist am Montag und am Donnerstag. Ein Sunna-Fasten ist an jedem 13., 14. und 15. von einem jeden islamischen Mondmonat, liebe Geschwister. Daher fahrt fort mit dem Fasten, weil das ist eine riesige Belohnung. Wusstest du sogar, dass an dem Tag, wo du fasten bist und stirbst, direkt in das Paradies hereingehst? Abu al-Bara, wo ist dein Beweis? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man sama yawman fi sabilillah aw ibtigha'a wajhillah. Derjenige, der einen Tag für Allah, nicht für die Menschen, für Allah fastet. Höre diese Überlieferung. Wallahi, eine wunderschöne Überlieferung.
Er sagt, وَخُتِمَ لَهُ بِهِ, und er stirbt an diesem Tag, دَخَلَ الْجَنَّةِ, so geht er in das Paradies herein. Allahumma rzuqna al-jannah bila hisab. So geht er in das Paradies herein, und eine der früheren Salaf, eine Frau, liebe Geschwister, sie war bekannt dafür, dass sie immer viel gefastet hat. Und eines Tages ist sie ohnmächtig geworden und man hat sie hingelegt und die Leute haben sich um sie versammelt. Und da kamen Leute, sie haben ihr Wasser angebracht, damit sie von diesem Wasser trinken. Und als sie wieder zu sich gekommen ist, sagte sie, ماذا تفعلون? Was macht ihr hier in diesem Moment? Sie sagte, nicht Rabbi, trinke etwas. Sie sagte zu ihm, Subhanallah, mein ganzes Leben bitte ich Allah darum, sterbend zu sein an einem Fastentag, und ihr kommt mir mit Wasser. Und ihr kommt mir mit Wasser. Allahu Akbar. Das bedeutet, liebe Geschwister, diese Leute haben den Lohn gekannt. Richtig, wenn du stirbst, während du fastend warst, so höre zu, so wird Allah dich in das Paradies eingehen lassen. Und an jedem Tag, an dem du fastest, entfernt Allah Azza wa Jal dein Gesicht vom Höllenfeuer. Höre diese gewaltigen Überlieferung. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, ma min abidin yasumu yawman fi sabilillah. Kein Diener fastet an einem Tag für Allah. Und du hörst immer, für Allah, für Allah, weil unsere gesamten Taten sind für Allah. Allahumma ja'alna min al-muwahhidin ya rabbal alamin. Kein Diener fastet einen Tag für Sabilillah, illa ba'da Allah bidhalika al-yawma wajhahu an-nari 70 kharifa. Außer dass Allah Azza wa Jal sein Gesicht durch diesen einen Fastentag 70 Jahre vom Höllenfeuer entfernt. Willst du es gewaltiger? Es gibt eine gewaltigere Überlieferung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, höre zu, subhanallah, was für eine wunderschöne Überlieferung. Er sagte, man sama yawman fi sabilillah. Derjenige, der einen Tag für Sabilillah fastet. Ja'ala Allahu baynahu wa bayna an-nari khandaqan. So wird Allah Azza wa Jalla einen Schutz zwischen ihm, dem Diener und dem Höllenfeuer stellen. Kama bayna as-sama'i wal ard. So groß wie der Unterschied zwischen Himmel und Erde. Das ist dein Lohn für einen einzigen Tag. Was denkst du, wie viele Löhne du ergattern wirst, wenn du fast das ganze Jahr fastest? Darf man fast das ganze Jahr fasten? Außer die Feiertage ausgenommen, haben Gelehrte das erlaubt, dass man das gesamte Jahr fasten kann. Nochmals bitte, außer die Feiertage, an denen es verpflichtend ist, nicht zu fasten. Sonst darfst du eigentlich bei manchen Gelehrten das gesamte Jahr fasten. Und ich sage dir, nicht faste das ganze Jahr. Auch wenn manche Gelehrte das gesagt haben. Ich sage dir, faste so viel du kannst. Wallahi, mach es dir zur Aufgabe, dass du jeden zweiten Tag, wenn du kannst. Und das beste Fasten ist das Fasten von Dawud. Ein Tag fasten, ein Tag brechen. Ein Tag fasten, ein Tag brechen. Das ist das beste Fasten von Dawud, alaihi salatu wassalam. Aber ein anderes schönes Fasten, jeden Montag und jeden Donnerstag und an jedem 13., 14. und 15. Und wenn du es möchtest, du kannst an jedem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag fasten. Was Freitag und Samstag anbetrifft, so gibt es unterschiedliche Ansichten der Gelehrten. Du hast viel Freiheit. Du kannst viel fasten, O Diener Allahs, und nutze die kurzen Tage für das Fasten. Ihr wisst, liebe Geschwister, wir haben manchmal Zeiten, wo um 16 Uhr Iftar ist, Subhanal Malik. Das heißt, du hast einen leichten Lohn verdient. Wie? Indem du auch diese Tage besonders nutzt. Und sie kommen noch, aber gewöhn deinen Körper daran. Denn wenn du deine Seele erziehst, so wird deine Seele nicht mehr nach dem Übel verlangen und deine Seele wird sogar traurig sein, wenn du nicht die guten Taten machst. Subhanallah. Daher erzieh deine Seele. Dein Körper möchte etwas trinken. Dir ist nach etwas Kaltem, dir ist nach etwas Leckerem zumute, aber erzieh deine Seele, indem du sagst, heute faste. Das ist die Erziehung der Seele. Allah Azza wa Jal sagt, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَهْوَى. Und wer dann seine Seele zügelt, erzieht, er lässt diese Seele nicht machen, was sie will, so wird seine Endstätte das Paradies sein. Lerne deine Seele zu erziehen.
Gib deiner Seele nicht alles, was sie möchte. Und du wirst dich noch mehr darauf freuen, auf die Tage, wo du essen kannst. Aber halte die Waage zwischen dem Fasten und dem Essen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Liebe Geschwister, heute ist ein Tag der Freude. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Das heißt, man soll an diesem Tag auch sein Leben genießen. Was heißt aber das Leben genießen? Dass man Haram macht? Nein. Das heißt, verbringe Zeit mit deiner Familie. Du wirst belohnt von Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Du wirst belohnt, wenn du mit deiner Familie zusammen bist. Du wirst belohnt, wenn du mit deiner Frau zusammen bist. Das ist unsere Religion, die Religion des Islam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mula'abatu mura'atihi dhikrullah. Dass man mit seiner Frau spielt, ist dhikrullah, Gedenken zu Allah Azza wa Jalla. Er wird dich belohnen dafür. Dass du deinen Kindern Geschenke kaufst und ihnen eine Freude machst. Jede Sadaqa, die du für deine Kinder ausgibst, ist die beste Sadaqa, afdalus Sadaqa. So nannte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Sachen. Besuche deine Verwandtschaftsbande, denn auch dieses ist gewaltig belohnt im Islam. Und hier seht ihr, der Islam ist nicht nur Gebet, ist nicht nur Fasten. Der Islam ist nicht nur, liebe Geschwister, dass wir uns im Zimmer einsperren und Koran lesen, nein. Der Islam ist auch eine gesellschaftliche Sache. Du wirst belohnt von Allah Azza wa Jal, weil das auch ebenfalls Gehorsamkeiten gegenüber Allah Azza wa Jal sind. Obwohl du deine Freude darin findest, wird Allah Azza wa Jal dich dafür belohnen. Das ist das Leben für Allah subhanahu wa ta'ala, was jeder Muslim leben sollte. Daher genieß diese Freude, o Diener Allahs, aber vergesse nicht deine Gebete. Und die Frau darf sich schmücken heute, aber nicht in einer Art und Weise, wie sie rausgeht, parfümiert und dass sie ihre Augenbrauen zupft und dass sie sich schminkt. Dieses hat die Scharia verboten. Wir haben Haram und wir haben Halal. Wir haben nicht nur Halal Erlaubtes und wir haben nicht nur Haram Verbotenes, sondern wir haben eine Mischung aus dem und dem. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Weiß er denn nicht, was er erschaffen hat, Allah Azza wa Jal? Und er ist der Feinfühlige, der Kundige, der über alles Bescheid weiß. Vertraust du Allah Azza wa Jal nicht, dass er am besten weiß, was für dich gut ist oder nicht? Daher, liebe Geschwister, das sind Tage des Festes. Ayyam al-Eid. Und wir sollten sie in einer Art und Weise verbringen, wie dieses unseren Seelen auch gut tut und wie dieses von Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt wurde. Und achiran, liebe Geschwister, zum Schluss bitten wir euch, dass ihr uns weiter unterstützt mit der Spende für die Muschi. Und ich möchte euch etwas zeigen. Das ist eine Tüte, wo größtenteils Cents drin sind. Ein kleiner Junge hat sie mir gestern übergeben, der 7 Jahre alt war. Und er sagte, das ist alles, was ich habe. Ich möchte es der Moschee As-Sahaba spenden. Das ist ein 7-jähriger Junge, der diese Moschee liebt. Das ist ein 7-jähriger Junge, der viel Zeit in dieser Moschee verbracht hat. Das ist ein 7-jähriger Junge, der hier gelernt hat, Allah Azza wa Jal einzig und alleine anzubeten. Und ich bitte dich, hast du nicht mehr Anrecht darauf zu spenden, als der kleinere Junge, der bei weitem noch nicht so weit verstehen kann wie du. Und daher motiviere ich euch, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal sagt, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ihr werdet niemals den vollständigen Glauben erreichen, bis ihr von dem ausgibt, was ihr am meisten liebt. Es gibt Leute, die kommen manchmal zu uns in die Moschee und die legen uns verfaulte Datteln an die Fensterbank. Hat er etwas Gutes getan? Bei Allah, nein. Was sagt Allah Azza wa Jal? لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ihr werdet nicht eher den vollständigen Glauben erreichen, bis ihr von dem spendet, was ihr liebt. Hat er die verfolgten Datteln geliebt? Genau das nicht, deswegen hat er sie hier hingestellt.
Du wirst erst den vollständigen Glauben erreichen, wenn du von dem gibst, was du liebst. Und wir lieben alle das Geld. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Und ihr liebt das Geld auf eine übertriebene, exzessive Weise. Daher, liebe Geschwister, lasst uns unsere Seelen erziehen, dass wir etwas von diesem Geld spenden. Walhamdulillah, es gibt ein Objekt, was wir bi'idhnillah as-samil alim auch erwerben können. Und ich spreche in können, weil meine Wörter werden, wie ich dann immer draußen höre, ganz anders verstanden. Nach den Worten der Leute haben wir schon das Objekt, wir haben es schon eingerichtet, es wurde saniert und wir haben schon eine große Party darin gefeiert. Subhanallah, bitte zuhören, liebe Geschwister. Wir haben eine Option auf ein Objekt. Eine Option auf ein Objekt bedeutet, es wurde uns angeboten. Wir können es kaufen. Nur, es bedarf dazu eure Hilfe. Und Alhamdulillah, Allah weiß, welche Absicht wir haben. Und wer uns kennt, weiß, dass wir nicht eine Moschee öffnen wie andere. Und ich könnte jetzt ein Wort sagen, aber ich möchte nicht, dass es mir rausrutscht an diesem Tage, die bei Allah nur Moscheen öffnen, damit sie Geld verdienen. Und ich denke, viele sind Zeugen darüber, welche Wörter ich gerade spreche. Und wer uns kennt, seit 8 Jahren, seitdem die Moschee hier besteht, wird bestätigen können, dass wir selten von euch Geld verlangt haben. Und Allah ist mein Zeuge. Und deswegen möchte ich euch darauf hinweisen, es ist eine große Sache. Es geht nicht um Abul Bara, dass er sich etwas kaufen möchte. Abul Bara will sich nichts Persönliches kaufen. Sondern es geht um uns alle, dass wir einen Platz brauchen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wer hier täglich beten kommt, wird sehen, dass die Anzahl der Betenden größer, weitaus größer ist, als in etablierten großen Moscheen bei Allah. Warum? Allah Segen. Ja Rabb, barik fina, ja Rabbil Alamin. Allah Segen. Wir haben viele Leute, die zu den täglichen Gebeten kommen. Wir haben eine Jama'a, walhamdulillah, wallahi, jeder fühlt sich wohl, der hier in die Moschee hereinkommt. Wollt ihr, dass wir dieses aufgeben? Nein, wir wollen das nicht aufgeben. Und ich sage auch ganz klar, warum öffnen wir eine Moschee? Es gibt so viele Moscheen, richtig. Aber ich sagte es bereits, nicht jede Moschee liebt die Sunna. Nicht jede Moschee ist interessiert daran, die Religion nach außen zu tragen. Bitte nennt mir Moscheen, wo täglich Unterrichte stattfinden. Bitte nennt mir Moscheen, wo Leute sich Tag und Nacht abmühen, die keinen Cent hier verdienen. Alle Brüder, die hier arbeiten, arbeiten für Sabilillah. Walhamdulillah. Allahumma taqabbal minna ya rabbal alamin. Alle. Ich krieg kein Geld aus Saudi-Arabien. Manche denken das. Ich würde einen besseren Wagen fahren, wenn ich das bekommen würde. Alle meine Blinker blinken schon. Möge Allah Azzawajal uns bewahren über diese schlechte Vermutung. Daher, liebe Geschwister, wir kriegen kein Geld von niemandem. Die sauber machen, machen das für Sabilillah. Die predigen, machen das für Sabilillah. Wer auch immer eine Sache hier in dieser Moschee macht, macht das für Sabilillah. Wir haben kein Geld, die Leute zu bezahlen. Wir schaffen es jeden Monat, gerade mal so die Miete zu bezahlen. Aber ihr seht, unser Rabb Allah ist gnädig mit uns. Er ermöglicht uns das, walhamdulillah, weil wir unsere Arbeit machen. Und wir wollen weitermachen mit dieser Dawa-Arbeit. Und ich sage klar, wir sind nicht einverstanden mit dem Weg der meisten Moscheen. Das sage ich ganz klar. Und inshallah wird der eine oder der andere später meine Wörter verstehen. Es kann sein, dass es Leute gibt, die das sofort verstehen. Und es gibt Leute, die das vielleicht später verstehen werden. Aber inshallah verstehen das alle Leute irgendwann. Unser Weg ist der Weg von Koran und Sunnah. Mit dem Verständnis der Salaf, der Sahaba. Radiyallahu anhu wa adam. Schlusspunkt, aus, fertig. Was Fulan sagt, Fernsehchef X und Fernsehchef Y, ist für uns nicht maßgeblich, sondern was Koran und Sunna sagen. Und so habt ihr es von uns die gesamte Zeit über kennengelernt, liebe Geschwister. Daher bitten wir euch, an diesem Tage auch weiter zu spenden, von euren Familien ebenfalls etwas zu sammeln, weil wir brauchen insgesamt erstmal 800.000 Euro, die nicht wenig sind. Aber Alhamdulillahi Rabbil Alamin, viele Menschen sind sehr großzügig. Und dieser Khair, dieses Gute ist geblieben in der Ummah. Wir haben Alhamdulillah schon einen kleinen Teil sammeln können und wir werden weiter sammeln. Mit eurer Hilfe oder ohne eure Hilfe. Denn unser größter Helfer ist Allah Azza wa Jalla. Und wer einen Teil an diesem Lohn haben möchte, ahlan wa sahlan, wir versperren niemanden die Wege zum Guten. Aber wer nicht einen Teil an dieser Dawa-Arbeit haben möchte, Alhamdulillah Rabbil Alamin, er hat für sich selber entschieden,
Wir zwingen niemanden, etwas für uns zu spenden, aber wir sagen denjenigen, die etwas spenden, eine frohe Botschaft: Allah hat euch schon bereits ein Haus im Paradies gebaut, vielleicht sogar neben Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das ist euer Lohn, nur weil ihr eine Moschee gebaut habt. Man bana masjidan lillah, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Wer eine Moschee baut für Allah. Wieder haben wir den Begriff für Allah, so wird Allah ihm ein Haus im Paradies bauen. Wenn diese Moschee auch so groß wie ein Vogelhäuschen wäre, auch Asra oder kleiner, so wird Allah Azza wa Jalla ihm ein Haus im Paradies bauen. Möge Allah Azza wa Jalla uns an diesem Tag der Freude und an diesem Tag seiner vollen Barmherzigkeit, möge Allah Azza wa Jalla uns die Zufriedenheit nur durch den Islam spüren lassen. Möge Allah Azza wa Jalla uns nur mit ihm subhanahu wa ta'ala zufrieden machen. Möge Allah Azza wa Jalla unser Herz nicht an die Dunya hängen lassen, sondern an die Akhira. Und zum Schluss sage ich meinen Geschwistern, kullu amin wa antum bi khair. Möge Allah Azza wa Jalla uns und euch segnen. Nuhibbukum fillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.